Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Easiest Guide. Vorweg schaut euch bitte den Trailer an, damit ihr genau wisst, um was es geht. Und wir würden dann jetzt starten mit Part 3, Planetary Interaction. Planetary Interaction, oder auch genannt PI, wurde ca. 2010 released und gab uns nun die Möglichkeit, auch Planeten im Sonnensystem zu kolonisieren. Das heißt so viel wie, ihr könnt da Factories und Extractor drauf basteln und dann Ressourcen aus Planeten ziehen. Die Ressourcen könnt ihr dann verkaufen im Markt oder ihr könnt Items draus basteln. Wir werden in unserem Guide bloß ein bisschen die Basics ankratzen. Wer natürlich tiefer in die Materie tauchen möchte, der sollte einfach mal bei YouTube gucken oder sich ein bisschen im Forum belesen. Da gibt es auf jeden Fall genug Informationen. Ich würde sagen, wir starten jetzt durch und ja, schauen uns einfach mal an, was für Planeten haben wir denn überhaupt zur Wahl. Zur Verfügung stehen uns 8 Planeten in Eve, die wir uns mal kurz im Overview anschauen werden. Oceanic, Plasma, Storm, Temperate, Lava, Gas, Barren und zu guter Letzt Ice. Ja, dies waren jetzt alle 8 Planeten einmal im Overview, hier nochmal auf der linken Seite. Ihr werdet natürlich nicht alle 8 Planeten im einen Sonnensystem finden, sondern die sind ziemlich random verstreut im kompletten EVE-Universe. Zum Beispiel, ihr kommt in ein System rein, da habt ihr dann 3 Gasplaneten, einen Eisplaneten und einen Stormplanet. Das ist wie gesagt ziemlich random. Bevor wir jetzt anfangen, uns eine Factory auf 1 oder 2 Planeten zu basteln, sollten wir doch mal vorher schauen, welche Skills für uns interessant sind. Welche Skills sind für uns interessant, wenn wir PI betreiben wollen? Dazu gehen wir mal in den Markt und gehen unter Skills dann Planet Management und sehen hier ja, eine recht kleine Übersicht von 5 Skills. Für uns sind 2 erstmal sehr interessant. Das wäre zum ersten Command Center Upgrades. Der ermöglicht uns überhaupt einen Command Center auf einem Planeten zu bauen. Von dort aus gehen auch alle weiteren Anbauten wie Extractors, Storage, Launchpads und Advanced Facilities. Dazu kommt noch, wenn ihr, ich habe den jetzt gerade mal hier auf 3, den Skill, wenn ihr jetzt mehrere Anbauten habt, wird es auch wieder auf die Stromversorgung zum Command Center gehen. Und umso höher euer Skill ist, umso höher könnt ihr auch eure Stromversorgung im Command Center einstellen. Aber dazu kommen wir später. Wichtig ist dann auch noch der Interplanetary Skill. Der erlaubt euch überhaupt weitere Planeten noch zu besiedeln. Ja? Also pro Level ist es ein Planet und das Maximum ist 6 Planeten. Das waren jetzt erstmal die 2 Skills, die für uns am Anfang ziemlich interessant sind. Die anderen sind es natürlich auch, also die solltet ihr dann auch skillen, aber diese 2 sind erstmal die wichtigen oder wichtigsten für den Start. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Module an, die wir so benötigen, um uns ein Command Center auf einem Planet zu bauen. Die Command Center findet ihr wie gewohnt im Markt unter der Infrastruktur von Planetary. Da habt ihr 2 Reiter. Für uns ist interessant Command Centers. Und ihr habt hier nochmal alle 8 Planeten sozusagen in der Übersicht. Das heißt so viel wie jeder einzelne Planet, also der Barren hat ein eigenes Command Center, der Gas, der Ice, Lava, Oceanic, Plasma, Storm und Temperate. Ihr braucht für jeden Planeten ein eigenes Command Center. Bevor wir jetzt aber uns hier ein Command Center kaufen, ist natürlich die Frage, welche Ressourcen wollen wir überhaupt ziehen? Ja, um zu wissen, welche Ressourcen für uns lukrativ sind, müssten wir natürlich eine Marktanalyse machen. Dazu geht ihr auf den Markt auf Manufactory und Research, dann unter Materials, dann Planetary Materials und dann, ich muss mal schließen, habt ihr hier die Übersicht mit allen Ressourcen, die ihr aus Planeten ziehen könnt. Ihr fangt natürlich an bei den Raw Materials, ja, die sind dann hier gelistet, also es sind so die Standardsachen, die ihr aus einem Planeten zieht. Ihr könnt nachher, wenn ihr jetzt 2 Extractors habt, verschiedene Materialien sammeln. Jetzt als Beispiel Base Metals und Heavy Metals. Und daraus könnt ihr dann ein anderes Material bauen. Ich glaube, das wäre dann hier Refined. Also es ist dann wie so ein Stammbaum, der dann immer höher geht. Ja? Dann habt ihr hier Advanced und Special.
umso höher das natürlich nachher ist, umso mehr Profit, aber umso zeitaufwendiger ist es auch. Also wenn man wirklich ganz oben am Stammbaum ist, dann macht man das schon, ja, ich würde es mal sagen, professionell. Eine Marktanalyse kann ich jetzt leider hier nicht machen, weil ich auf dem Testserver bin und hier, ja, alle Items plus 100 ist kosten. Weil auf dem Singularity-Server habe ich schon alles verbaut und ich wollte jetzt nicht wieder alles einreißen, nur für die Demonstration hier. Wir werden jetzt mal abdocken, befinde mich hier im 00, wie gesagt auf dem Testserver und wir schauen uns mal die Planeten an, die hier so sind und gucken dann mal, ja, was für ein Command Center wir uns am besten holen. Ja, wir sind jetzt abgedockt, wie gesagt, wir befinden uns im 00 in 6-C auf dem Testserver und hier ist ein fetter Titan. Den schauen wir uns nochmal kurz an. Not bad. So, zurück zum Business. Stopp mal kurz unser Schiff hier. Mann, die machen mich ja alle. Bringen mich hier durcheinander, die Jungs. Ich habe jetzt mal die Planeten schon zum Overview geaddet. Dazu geht ihr einfach hier auf Rechtsklick. Bei mir würde jetzt stehen Remove Added. Dann müsst ihr dann einfach Add to Overview. Und wir sehen hier, wir haben hier einige Planeten am Start. Es gibt noch eine ziemlich coole Seite, die ich euch auf jeden Fall mal zeigen möchte. Dazu macht ihr den Ingame-Browser auf, dann gebt ihr ein, ich habe es ja jetzt bookmarkt, Eve Planets. Ja. Der zeigt euch nochmal alle Planeten an. Ihr könnt hier nochmal einige Informationen ziehen, was für Ressourcen aus welchem Planeten gezogen werden. Ihr habt hier die Scheme nochmal im Overview und ihr könnt hier ganz bequem, wenn ihr jetzt nämlich eure Marktanalyse gemacht habt und ihr wisst ungefähr, was ihr bauen wollt und welche Planeten ihr dafür braucht, euch Planeten suchen wollt oder in meinem Fall, ich will jetzt gucken, was haben wir denn für Planeten hier am Start, gebe ich ein 6-CZ, müsste schon reichen, drücke auf Enter und dann zeigt er mir an, wir haben zwei Baron hier, einen Gas, ne, drei Gas, ein Plasma und einen Eisplaneten. So, hier unten zeigt er auch noch an, was man produzieren kann. Und ich schließe das jetzt nochmal und würde sagen, wir wollen jetzt einfach mal hier zum Gasplaneten. Man muss da nicht hinwarpen, aber wir machen es jetzt einfach mal. Weil wir müssen jetzt erstmal scannen, welche Ressourcen da drauf sind. Dazu geht ihr, wie gesagt, klickt ihr drauf, geht auf View Planet Mode und dann switcht ihr euch in diese Ansicht. Hier links habt ihr so eine kleine Menüleiste. Wo ihr scannen, hier könnt ihr die Sachen nachher bauen, wenn ihr einen Center im Cargo habt. Ich habe jetzt schon eins gekauft und in meinem Hauler gepackt. Dann geht ihr auf Scan und wir sehen hier, er hat eine ziemlich hohe Ressource auf Carbon. Ja, darauf folgt dann Base Metals und dann die Mikroorganismen. Wir würden mal sagen, dann, ja, Carbon natürlich, da hat er nämlich die meisten Ressourcen hier auf dem Planet. Und dann seht ihr, ist hier farblich markiert, ja, in welchen Zonen sich dieses Carbon befindet. Ich gehe jetzt mal hier und mache mal auf Limited und scroll das mal so ein, dass wir einen roten Bereich haben, der sich gut füllt. Da müssen wir mal ein bisschen hin und her scannen. Okay, hier ist ziemlich hoch. Gucken, wie weit der geht noch. Okay, hier löst er sich wieder auf. Ja, man muss sich einen guten Spot raussuchen. Aber es scheint so, als wäre der ganz gut hier. Ich bin jetzt nicht der totale Nerd, vielleicht, aber es, ja, es passt schon, das richtig. Genau. So, wir haben jetzt erscannt unser Material, was wir ziehen wollen, das ist Carbon. Und würde sagen, wir fangen jetzt an, unser Command Center zu bauen. Ja, wir haben unseren Planeten, in dem Fall einen Baron. Wir haben uns die Ressource erscannt, die wir haben wollen, in dem Fall Carbon Compounds. Und, wir haben natürlich unser Command Center gekauft und in unseren Hauler gepackt. Das packt ihr einfach im Cargo und dann erkennt ihr es nachher, wenn ihr es hier basteln möchtet. Jetzt gehen wir auf Bauen. Dann habt ihr hier links wieder diese Übersicht. Geht auf Command Center, wählt aus Baron Command Center und bekommt dann hier so einen kleinen, ich nenne es mal Knopf. Und wir basteln den mal. Ja, wir basteln den mal hier. Bestätigen das Ganze, das kostet noch 0 ISK. Und tada, wir haben unser Command Center. Das ist unsere Hauptzentrale. Hier unten habt ihr noch ein paar Optionen. Einmal Upgrades.
Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dient mit zur Stromversorgung. Also umso mehr Module ihr dran habt, umso mehr Strom müsst ihr natürlich schalten. Aktuell kann ich es auf 4 stellen. Ich habe den Skill eigentlich schon auf 5, aber dadurch, dass wir auf dem Testserver sind, der hängt da manchmal mit den Daten ein bisschen hinterher, also mit der Aktualisierung. Hier habt ihr ein Launchpad, da könnt ihr nachher eure Ressourcen in den Orbit schießen, kommen wir später zu. Hier habt ihr das Storage, also die Capacity, das sind ja 500.000 aktuell. Hier habt ihr nochmal die Stats mit dem CPU-Output und Power-Output. Hier habt ihr die Links, da kommen wir später zu. Roots kommen wir auch später zu. Und hier könnt ihr das Ganze nochmal einreißen. Und ich sage euch jetzt schon mal, so wie es mir damals jemand gesagt hat, du wirst alles wieder nochmal abbauen. Gut. Dafür empfehle ich halt mal einen Testserver. Da kann man nämlich immer schön ausprobieren. Und kann solche Fehler vermeiden, sag ich mal. So. Wir haben unser Command Center. Als nächstes baue ich gerne ein Storage. Also so ein Zwischenlager, das ist wie so ein Zwischenspeicher, den packen wir mal hier hin. Bestätigen, kostet 250.000. Alright. Danach gehen wir auf Extractor Control Units. Das sind unsere Harvester, also unsere, unsere Erntemaschine sozusagen. Und bauen die schön nah in dem hohen Bereich. Kostet 45.000, bestätigen wir wieder. Jetzt haben wir unsere, 3 Installationen, Command Center, ein Lager dazwischen und unser Extractor. Jetzt fangen wir an, uns mal die Optionen im Extractor anzuschauen. Also wir haben hier links Survey, gehen darauf und da fragt er uns, was wollen wir denn überhaupt ziehen? Wir erinnern uns, es waren Carbon Compounds, wählen die aus und hier links können wir unsere Ärmchen aktivieren. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mit denen. Okay, 4 Stück. Jetzt sagt er uns nämlich an, wir brauchen mehr Power vom Core, also von unserem Command Center. Wir können das ja mal schnell machen. Dazu geht er einfach wieder aufs Command Center, geht auf Upgrade und wir stellen ihn jetzt einfach mal ganz hoch. Drücken auf Upgrade. Es kostet uns aber 2,7 Millionen. Und bestätigen. Gehen wieder zurück zum Extractor. Survey, wählen wieder aus Carbon Compounds und jetzt können wir alle 10 Ärmchen hier installieren. Gehen auf Bestätigen und ja, das sind unsere Ärmchen. Also in dem Bereich würden die jetzt extracten. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, habe ich noch nicht. Ich dachte, ich habe die jetzt schon installiert. Nochmal rauf. So, wir können nämlich diese Ärmchen natürlich bewegen. Und wir bewegen die natürlich in den Bereich mit dem mit der meisten Masse. Muss man hier ein bisschen hin und her schieben. Oh. Und den machen wir aber auch noch hier runter. Ihr müsst aufpassen, dass die sich nachher nicht kreuzen. Na, dann seht ihr hier, es wird dann so rauschend. Dann blockieren die sich nämlich gegenseitig. Jetzt kommt es natürlich auch an, auf welchen Cycle ihr gucken wollt, wann ihr euren Stuff abholen möchtet. Also ich stelle mir das immer auf einen Tag. Nicht eine Stunde, sondern einen Tag. Wo haben wir? Nicht 3 Tage. Also ihr könnt es ziemlich hochstellen, sogar bis zu 5 Tagen oder so. Und dann müssen wir einen Tag einstellen. Ja, machen wir jetzt einen Tag 13 Stunden. Ja, der Extractor-Bereich wird dann größer und jetzt müsst ihr euch das hier ein bisschen hin und her schieben. Ihr habt hier rechts unten bei Programm-Output, seht ihr, wie viel er pro Stunde reinzieht. Und ihr müsst euch das dann hier ein bisschen hin und her schieben, bis eine bestimmte Masse hat, die euch passt. Ich will jetzt hier nicht so viel rumspielen, sondern lasst jetzt erstmal so. Und wenn ihr das euch dann so eingestellt habt, geht ihr auf Install Program. Und bestätigt das Ganze nochmal. Jetzt laufen unsere Extractor. Wir gehen nochmal rauf und sehen, der Cycle ist 30 Minuten. Das heißt, in 30 Minuten wird er diese Einheit extracten. Jetzt noch wichtig, dass wir die Sachen alle verlinken, weil unser Extractor hat noch gar keine Informationen, wohin er mit dem Stuff soll. Dazu gehen wir auf den Extractor. Gehen auf Links, machen Create New
und legen eine Linie nach da. Bestätigen das. Ihr könnt euch das auch noch ein bisschen schneller machen, indem ihr mit Rechtsklick auf euer Modul geht. In dem Fall werden wir jetzt auch gleich mal das Lager mit dem Command Center verbinden. Machen Bestätigung. So, jetzt kommunizieren diese drei Sachen zusammen. Als nächstes müsst ihr natürlich noch eine Route legen, denn er weiß noch nicht, wo er damit hin soll. Dazu geht ihr hier auf Routes, dann Create Route und klickt dann Storage und danach, also das ist eine Linie, geht ihr auf euer Command Center und macht Create Route. Immer bestätigen hier oben, vergisst man manchmal und wundert sich, warum es nicht geht. Und jetzt sehen wir, die Sachen kommen in das Command Center an. Das wäre jetzt der einfachste Part. Wir müssten jetzt halt 30 Minuten warten und dann hätten wir hier unsere Ware drin. Wir schauen jetzt aber mal vielleicht, ja, was können wir denn mit Carbon Compounds noch so machen? Ja, wie können wir unsere Carbon Compounds ein bisschen aufwerten und somit natürlich ein bisschen mehr Kohle kriegen? Dazu gehen wir mal nochmal auf unsere schöne Seite Eve Planets, gehen auf Schema und ich habe jetzt schon mal rausgesucht Biofuels. Hier habt ihr den Stammbaum, also aus Carbon Compounds kann man Biofuel machen. Wir schließen das jetzt nochmal. Dann geht ihr hier auf Prozessor. Geht, also wählt euch aus den Basic Industry. Ihr könnt ja auch nochmal auf Industry, könnt auch nochmal auf Show Info gehen. Da könnt ihr euch nochmal raussuchen. Biomass, Biofuel. Also mit diesem Center kann man das produzieren. Hier steht es auch nochmal, braucht 3000 Units Carbon Compounds. Sehr schön. Dann wählen wir die aus, kriegen hier wieder unseren Knopf und stellen den mal hier hin. Bestätigen das für 75.000. Machen eine Verbindung zwischen unserem Extractor und der zweiten Factory und bestätigen das Ganze. Jetzt müssen wir natürlich nochmal die Route neu setzen. Ach stopp, wir werden nochmal auch einen Link kreieren zwischen unserem Center natürlich. Bestätigen. Und wie gesagt, werden die Route jetzt nochmal neu setzen, weil wir hatten sie ja zuerst an unser Command Center gesetzt und bestätigen, dass sie da reingeht. Baron ist the current Tremetic. Moment mal. Compounds? Ah, okay. Stimmt. Wir müssen erstmal einstellen, was für ein Schema wir überhaupt machen wollen. Ja, es ist manchmal ein bisschen durcheinander hier alles, aber ist alles okay. Wir wollen Biofuels produzieren. Install. Und bestätigen. Jetzt können wir die Route auch setzen. Create Route und sagen, die soll dahin. Bestätigen. Und damit wäre es abgeschlossen. Wir sehen auch nochmal, dass diese Kommunikation hier funktioniert. Also er schickt unsere Carbon Compounds da rein und hier werden sie dann produziert. Hier ist der Cycle auch wieder 30 Minuten. Jetzt werden wir natürlich noch unser Biofuel routen und sagen, er soll sie in unsere sag schon, wie heißt das Ding? In unseren... Oh, fällt der Name gerade nicht ein. Mir fällt echt der Name gerade nicht ein. Command Center, genau, hey. Ach, ist manchmal ein bisschen verwirrend. Aber wenn man sich reingefuchst hat, dann ist das eigentlich halt ganz easy. Ja, jetzt heißt es mal wieder abwarten und Tee trinken. Und wir schauen mal, bis die Cycles hier fertig sind und werden dann die ganze Geschichte mal in den Orbit schießen. Fassen wir nochmal alles zusammen in der Übersicht, in der Zeit, die unser Cycle läuft. Also, wir haben unser Command Center gebaut, ein Zwischenlager und die Extractor Units. Die Extractor Units ziehen Carbon Compounds. Hier müssen wir nochmal neu routen. Create Route. Tack, tack. Die Carbon Compounds kommen zu der Basic Industry. Diese baut für uns Biofuels. Die Biofuels, habe ich jetzt nochmal umgestellt, kommen ins Zwischenlager und vom Zwischenlager in unser Command Center. Unser nächster Schritt wäre dann, halt die Biofuels in den Orbit zu schießen und uns unsere Ware abzuholen. Ja, unsere Produktion ist fertig, der erste Cycle ist durch. Wir erinnern uns, hier
waren es 30 Minuten. Danach hier 30 Minuten und unser Endprodukt ist nun in unser Command Center. Wir haben current 20 Einheiten. Wenn ihr die jetzt in den Orbit schießen wollt, klickt ihr hier rauf auf Add und dann Go for Launch. Dann läuft hier so ein Timer ab, den dürft ihr nicht wegklicken, das sind 3 Sekunden. Und jetzt bekommt ihr hier in euren Notes die Information unter Planetary Launches, dass hier ein Container gedroppt wurde, der 5 Tage im Space bleibt. So, wir schließen und gehen dann einfach auf Rechtsklick, Warp to Location. Ja, ich wurde nebenbei hier angegriffen von irgendjemandem. Warten kurz, der schmeißt die irgendwo hier in dem Orbit von dem Planeten raus. Kommen da mal schnell hin. Ah, da ist schon unser Container. Approachen den mal, wir können uns den nochmal angucken. Sieht eigentlich ganz cool aus, der Teil. Ja, hier ist jetzt unsere Ware drin, die kam wie gesagt vom Planeten. Wir schauen rein und haben Biofuel. Packen diese in unseren Paula und gehen wieder auf Station und könnten jetzt unser Item da verkaufen. Ja, wir sind wieder auf Station und unsere Biofuels sind sicher angekommen. Wir haben wirklich jetzt bloß die Basics gemacht, also wir haben etwas extrahiert, daraus was gebastelt und es dann in Orbit geschossen. Das ist jetzt wirklich der einfachste Weg. Ich habe jetzt nochmal was rausgesucht, was man aus Biofuels noch machen kann, das wäre noch Biocells. Dazu brauchen wir allerdings noch eine zweite Komponente. Den findet ihr, glaube ich, auf dem Gasplaneten. Da bräuchte ihr einmal Noble Metals, Pressure Metals. Und aus diesen zwei Komponenten kriegt ihr dann Biocells. Ja. Also das wären wir ein bisschen mehr Kohle. Der Stammbaum geht dann noch immer weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch, aber wenn man das professionell hochzieht und dann over the top ist, kriegt man auch natürlich die meiste Kohle. Kommen wir nochmal zur Übersicht und somit zum Fazit von unserem dritten Teil, Planetary Interaction. Also ihr solltet euch auf jeden Fall wieder einen Alt anlegen, zumindest würde ich das empfehlen, weil wenn ihr mit dem Main dann immer hin und her fliegt und dann wieder checken müsst, ist es auf Dauer ein bisschen nervig. Ihr wollt ja eure Ressourcen täglich abholen oder updaten. Es gilt auf jeden Fall für den Anfang Command Center Upgrades und Interplanetary. Das sind mit die Basic Skills. Wenn euch das zusagt, auf jeden Fall auch die anderen Skills, die sind auch sehr wichtig. Auch wenn man es so als Support Skills sehen sollte. Ja, es gilt ein Hauler. Ihr braucht auf jeden Fall einen Hauler, um eure Zeug abzuholen und auch Command Center zu transportieren. Ansonsten, wir haben wirklich bloß die Basics angekratzt, also wir haben wirklich eine sehr einfache Variante gemacht. Wer das professioneller machen will, würde ich empfehlen, das auch im Team zu machen, also mit mehreren Leuten und am besten auch in einer Allianz, die irgendwie Space geclaimed hat, weil ihr müsst auch, wie gesagt, Steuern zahlen für den ganzen Abbau und den Transport. Also zumindest wenn ihr von Planet zu Planet Ressourcen transportiert, gibt es da diese Hubs, die im Orbit sind und da müsst ihr auf jeden Fall Steuern zahlen. Ihr müsst auch beachten, dass HighSec, LowSec sowie 00 die Ressourcen unterschiedlich sind. Also im HighSec sind sie natürlich nicht so hoch wie im 00-System. Deshalb kann ich das wirklich bloß empfehlen, wenn ihr vielleicht in der Allianz seid und das wirklich mit 2-3 Leuten professionell macht, dann könnt ihr wirklich richtig gut Kohle damit machen. Aber es ist natürlich, wie gesagt, auch ein Passivfaktor. Also man kann auch Single im Low-Sec ein bisschen Kohle machen. Ich habe mir auch ein kleines Imperium aufgebaut. Ja, ich denke mal, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen ziehen. Wie gesagt, wenn ihr da tiefer in die Materie tauchen wollt, schaut bei YouTube, guckt euch ein paar Forenbeiträge an, da gibt's genug Informationen. Und freue mich natürlich, dass ihr tapfer wart und wieder mein Gebrabbel euch angehört habt. Und ja, wenn ihr Bock habt auf Eve, unten werde ich einen Link reinsenden, da könnt ihr mal eine Trail-Version probieren. Das sind 21 Tage anstatt 14 Tage. Genauso wie auch für Leute, die jetzt länger nicht mehr Eve gespielt haben, gibt es das Friend Recall Programm.
schicke ich auch nochmal einen Link rein oder ihr könnt mir auch eine Message senden, dann könnt ihr 7 Tage kostenlos spielen. Ja. Das war's von mir. Wenn ihr auch noch irgendwelche Informationen habt, wie man passiv ein bisschen ISK verdienen kann, und ich rede jetzt von legalen Sachen, dann ja, schreibt mir einfach, schreibt in den Kommentaren. Ich bin da gerne offen für neue Sachen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Teil. Fly safe.